Ja. Das wievielte war das jetzt? Das habe ich nicht gesehen. 46. 46? Nee, 36, oder? 46? Ich würde sagen, wir spielen heute nochmal Mario Party. Nee, ich würde sagen, woher willst du das denn bitte wissen? Also wirklich. Okay, Ha, ich habe es gelöst. Body! Ist ja gut. Ist ja gut. Es ist... Ich habe schon bei Mario Party nicht gewonnen. Ich war Letzte. Okay. Keine Sorge, das wird dir hier auch wieder passieren am Ende. Ich weiß, das war gemein. War gemein. Entschuldigung. Okay. Ich habe es gelöst. Als Erste! Ja. Man liegt ja immer noch vor. Ob ich die Antwort in dieses Buch hier schreiben sollte? Nein! Oh ja, beschmier ruhig die Bücher von Frau von Doppelpfund. Das wird sie sicher freuen. Du hast recht. Rätsel machen keinen Spaß, wenn man nicht selbst auf die Lösung kommt. Ja, genau, das wollte er damit sagen. Ja. So, Die Vase hinten. Also der Blumenbeet. Ja. Ist hier noch irgendwo was zu finden? Hab ich auch gerade gedacht. Ich hab gedacht, aber nö, nix. Nee. 00 nischt. Hey, kann ich was sagen, was ich schon seit dem Anfang des LPs sagen möchte? Kommt drauf an, ob es, beleidigend ist? Ja, oder in irgendeiner Weise... Spoilernd? Oder aber auch, nicht geeignet für die Leute, die hier zuschauen. Bisschen traurig in die Kamera gucken. Wer fällt denn auf sowas rein? Exido, schäme mein gutes arme Mädchen. Dich sieht man gar nicht. Du machst Sachen zu mir und ich das. Man sieht nur meine. Nee, ich wollte auch, dass du mit deinem Gesicht zu mir was kommst. Was hast du ihr angezogen? Was Schönes. Ich find's süß. Ich finde, das sieht nicht süß aus, sondern eher so aufreizend. Hä? Ja, guck mal hier so. Das ist ein fucking Minigrock. Ja, aber also ehrlich gesagt, ich hätte ja erst so gesagt, ja eben, das ist doch mehr so eine Rockerkleidung. Nee, das ist eine Schuluniform. Dankeschön. Irgendjemand hat ja auch gesagt, dass du schön bist. Und nicht nur ich. Ja, aber ich find's lustig, dass das hauptsächlich Mädchen sind. Nee, aber ich finde das. Sie ist meine! Vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Ah, wie Sammy Thunder, der Schaffner aus dem zweiten Teil. Vielleicht auch nicht. Was? Komm ich zu dir. Okay, also auf jeden Fall. Findet sonst noch jemand, dass diese Pflanze irgendwie angebissen aussieht? Aber trotzdem Dankeschön. Warum sollten an einer solchen Pflanze denn bitte Bissspuren sein? Es ist ein Koala! Also, Katzen sind zwar Fleischfresser, essen aber mitunter auch Pflanzen. Dann war das wohl, wohl Rex. Echt jetzt? Katzen essen Pflanzen? Warum das denn? Ja, Katzengras. Nee, es Minze. Hilft ihnen wirklich mit den Haaren. Ah, ja, genau. Das hat ja... Deswegen hatten wir hier auch mal so ein bisschen ein Gras rumstehen. Ja, ja, das hilft wirklich, dass dann Katzen nicht mehr sich so viel übergeben müssen mit den Haarbällen, weil das hilft dann, das so verarbeiten. Verdünnmäßigen, sodass es nicht so ganze Haarballen werden. Und dann ist es auch nicht so schmerzhaft für die Katzen. Ich weiß, was Rex ist. Er ist ein dünner Tier. Dünner Tier. Entschuldigung. Okay. Oder ein Schnabeltier. Also,
Es hilft ihnen, Haare. Achso, du bist es. Haare und andere unerwünschte Elemente in ihrem Magen hochzuwürgen oder wegen der Nährstoffe. Es gibt da zahlreiche Theorien. Also Moment, also sie würgen doch die Haare. Ja, aber sie würgen es hoch. Aber es ist ja dafür besser geeignet, dass es dann eben nicht... Besser flutscht. Na, dass es halt nicht so hart ist. Ja. Und so und das so ist dann, hart? Nee, dadurch... Also normalerweise sind das ja wirklich Haarklumpen. Hart. Na gut. Normalerweise sind es ja wirklich so Haarklumpen. Und durch Pflanzen ist es auch so ein bisschen weicher, sodass es nicht ganz so schmerzhaft für die Katze ist. Mhm. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob sie normalerweise solche Pflanzen wie diese hier essen. Nein. Nö. So, wir brauchen nur noch eins und das ist das Bild. Le Bild? Das Picture da unten? Nee, das nicht. Das Bild? Sicher, das ist... Da hatten wir doch schon mal drauf geguckt. Passiert aber was, wenn ich das mache. Offenbar ist die Katze ziemlich eingebildet. Oh, sie ist wohl prämiert, wie edel. Das ist ja gar nicht. Wie kommst du mit dem Fall voran, Shirl? Hast du schon herausgefunden, wo Rex sich versteckst? Also sonderlich viele Spuren gibt es ja nicht, oder? Eine offene Tür und ein paar Bananenschalen. Aber wenn ich anhand der verfügbaren Hinweise kombinieren müsste, wo die Katze sich befindet, würde ich sagen, dass das eventuell gar keine Katze ist. Ja, Schö. Also der Satz war wirklich. Ich würde sagen, Rex ist auf der Bananenschale ausgerutscht und segelte direkt durch die offene Fensterfront da und ist dann runtergestürzt und gestorben. Und das bedeutet, Rex ist tot. Ich meine, im Garten. Und tot. Katze ist eingebildet, existiert also nicht, Fall gelöst. Stimmt, die ist ja eingebildet. Ah, das hieß das. Ah, genial, Shirl. Fantasiekatze. Kombiniert. Anhand unserer bisherigen Informationen. Wir sollten auf der Stelle rausgehen und den Garten durchsuchen. Na, was meinst du, Cat? Ich bin mein Geld doch wert, oder? Auf jeden Fall teile ich deine Meinung, dass wir im Garten weitermachen sollten. Kommt mit! Die ist gemein! Die drückt sich so gewählt aus. Ist ja ekelhaft. Mhm. Naja, ich meine, sie teilt seine Meinung, was den Garten angeht. Aber ob er sein Geld wert ist... Nee, und ob der Hund im Garten ist. Oder die Katze. Katze! Fand's ja lustig, dass einmal gesagt wurde, irgendwas von Hund. Habe ich mitgekriegt. Oh, ich muss schon sagen, das ist ein stattlicher... Garten. Ich bin schon in Parks Gassi gegangen, die kleiner waren als der Garten hier. Okay. Rex könnte sich hier überall verstecken. Also machen wir uns besser auf die Suche. Oh, wieder sowas. Ich find's irgendwie doof. Aber nur zweimal was zum... Wo? Da. Da? Da. Springboom! Ein Goldregen! Oh, ein... Ich sag's jetzt nicht. Ich weiß, du weißt, was ich meine. Ja, weil ich es einmal aus Versehen gesagt habe. Hier ist noch irgendwas zum... Ach, da unten, warte. Wo war das? Oder wo hast du... Ich hab gedacht, du meinst dasselbe. Ich meinte das hier. Okay. Aber wo warst du? Ach, hier. Du hast Folgendes entdeckt. Royal Reserve Tee. Es wurde zu deiner Sammlung hinzugefügt. Bin mal gespannt, was dann für ein Text dazu noch kommt. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt mal den anderen... Ja. Rätsel Nummer. Mal gucken. Oh, eidert aus. Da ist ein Rätsel zwischen den Blumen hier versteckt, Miss. Was macht denn ein Rätsel an einem Ort wie diesem? Das würde ich mich bei jedem Rätsel irgendwie fragen. Das werden wir aber nie erfahren. Aber wir können versuchen, es zu lösen. So, mal sehen, welches Rätsel es ist. Ich denke mal 47. Ja. Ein Vogel im Käfig. So. Platziere die Nummern 2, 3 und 7 auf den Stangen des Vogelkäfigs
um mit ihnen Bird zu schreiben. Schiebe die Nummern, um sie zu bewegen und platziere... Okay, dürfen wir? Was? Was? Schiebe die Nummern, um sie zu bewegen und platziere sie auf die Strecke rechts. Okay. Das war ja jetzt... Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Ist ja wohl gleichzeitig. Ja, auf jeden Fall sehr gleichzeitig. Also das gleichzeitiger geht's gar nicht. Ja, eben. Also ich will ja wohl sagen. Ja, also ich würde sagen, das ist unentschieden. Beide kriegen den Punkt. Ja, ich würde ja wohl sagen, das war ja mal sowas von gleichzeitig. Und das war auch sowas von leicht. Also ehrlich, wie konnte man denn das falsch? Ich habe auch gedacht so, das kann doch nicht wirklich so sein. Das kann doch nicht wirklich ich so sein. Ich schneller machen müssen. Wir können ja mal die Einzelbilder auswerten. Nein, ich würde sagen, es ist... Gleichstand war ja wirklich. Weil du Angst hast zu verlieren? Weil die Sequenzen auch so waren. Okay, ja. Die Endsequenzen waren ja auch so gut wie synchron. 25-21. Was? Ja. Erst? Ja. Also, du kommst näher. Ja. Du schlauer Vogel, die Zahlen ergeben das Wort Bird. Ah! Kennst du das Wort? Welches Wort? A wilder bird, bird, bird. Bird is the word. A wilder bird, bird, bird. Bird is the word. Don't you know about the bird? I'm gonna tell you about the bird. Ah, das gab's öfter mal als Joke in Family Guy. Ja. Vogel im Käfig. A wilder bird, bird, bird. Sehr gut gemacht, Ernest. Gut gemacht. Danke, Miss. Das war ein recht unterhaltsames kleines Rätsel. Findest du nicht? Nein. Ich fand's so einfach. Ja, das war so ein Bub. Okay. Und weiter? Jetzt? Da unten ist was. Da liegt was auf dem Boden. Ja. Ich nehme das mal. Blutspuren? Nein. Was für eine wunderbare Auswahl verschiedener Bäume und Pflanzen. Ach du liebe Güte, worauf bin ich denn da gerade getreten? Aha, eine Schlange. Eine Schlange. Beruhig dich. Eine Schlange? Beruhige dich, Ernest, das ist nur eine Haut. Oh. Eine Schlangenhaut? Ich hasse Schlangen. Ich hasse Haut. Ah, ich hab Haut. Mir wird schlecht. Nee, aber eine Schlange kann es doch wirklich nicht sein. Aber was häutet sich noch? Hä? Weiß ich nicht, aber... Ja, was häutet sich noch? Krokodile? Nein. Nein, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt eine Schlangenhaut ist, ach so. Oh nein, heb das bloß nicht auf. Wer weiß, wer da schon drauf rumgekaut hat. Nicht mal mit einem Stock oder so. Das gehört alles zu den Ermittlungen, Ernest. Man darf da nicht zimperlich sein. Also sehen wir uns das mal genauer an. Igitt, es ist seine Haut. Aber du hast recht, Miss. Schwer zu sagen, ob sie einer Schlange gehört hat oder etwas anderem. In einem Garten dieser Größe ist wohl mit ein oder zwei Nattern zu rechnen. Charles, bitte. Oh weh, ich hoffe inständig, dass wir uns hier nicht allzu lange aufhalten müssen. Und du warst schneller, weil du vorgedingst hast. Also nicht, dass du jetzt... Nö, ich hab nicht Das sehe ich nämlich da drüben. Du warst viel schneller gerade mit dem Durchklicken als ich. Haut irgendeines Reptils. Wir haben am Rand des Gartenwegs etwas gefunden, was offenbar die Haut eines Reptils ist. Scheinbar gibt es auf Frau von Doppelpfunds gewaltigem Grundstück Schlangen. In dem Busch links und in dem Engel links ist ein... Ne, was mit so? Busch links? Busch rechts? Ne, Engel. Ja, Moment. Und hast du nicht einen Busch gesagt? Busch ganz links. Da. Okay. Gut. Klingt ja schon mal... Also, ich glaube, das war auch so. So, und jetzt müssten wir eigentlich noch eine den Sache Den großen... finden. Nee, warte mal. Wir können den Pavillon da gucken? Da habe ich... ist nichts. Ach so. Ist das so eine Art riesiger Vogelkäfig? Was für ein herrliches Plätzchen. Wie gerne würde ich hier nachmittags entspannt sitzen und ein Buch lesen. Das wäre doch der ideale Ort für ein Nachmittagsschläfchen. Eigentlich. Hast du mir gerade ins Gesicht gepustet? Ins Ohr.
das Nein, das war eher so das Auge. Oh, tut mir leid. Nee, ist ja nicht schlimm oder so. Es hat ja nicht. Schau dir das an, der Tisch ist für deinen Nicht-Geburtstag gedacht. Der Praktisch. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für dich. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für mich. Für dich. Oh, das ist voll schade. Das Lied kann man mir heute nicht singen. Ja, aber mir. Aber mir nicht. Das ist jetzt, genau, ich bin jetzt traurig, weil man heute nicht für mich viel Glück zum Nichtgeburtstag singen kann. Toll, super. Viel Glück zum Nichtgeburtstag. Und wenn die Leute die Folge sehen, dann werden sie mir alle... Dann können sie ja den Nichtgeburtstag wünschen. Ja, dann können sie mir den Nichtgeburtstag wünschen, weil ich werde das doch heute nicht hochbekommen.